Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Last Epoch. Oh, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hatte leider im letzten Part einen Fail gehabt. Ich habe die FPS-Anzeige nach dem Livestream nicht wieder hochgestellt auf 60 FPS. Ich habe ein bisschen weitergemacht, dreimal Maps. Und ja, dann war der Part zu Ende und ich habe gemerkt, oh, nur 48 FPS. Wegen den GTA-Aufnahmen und Livestream. Und deshalb habe ich jetzt einfach mal nochmals, ja, neu den Part begonnen. Jetzt haben wir gerade, ja, nicht so leichte. Also entweder die Enemies, also Gegner haben 40% erhöhten Cooldown Recovery Speed. Oder die zwei nächsten haben sie 12% increased Damage und 100% erhöhte, also increased Damage ist ja erhöhte Schaden. Und sie haben 100% erhöhte kritische Trefferchancen. Das ist auch für zwei Timelines. Jetzt habe ich da irgendwie etwas freigeschaltet, dass man jetzt zweimal hat pro also pro zwei Maps die Bonus hat. Und irgendwann sind sie dann 6 und 8 und so weiter. Und das macht natürlich immer alles allgemein schwer. Aber gut. Equipped habe ich, glaube ich, ja, etwas bisschen anders. Na, nicht was, einfach ein Crit, genau, ein Crit reingetan und ein bisschen defensive bei ein paar Sachen, glaube ich, hier zum Beispiel. Ja, da habe ich immer noch ein blaues, der Ring hat halt auch immer noch blau, ja. Also, ja, es wurde gesagt, dass man extrem viel Defensive, viele Resistenzen braucht, man wird gezwungen. Deshalb sollte man nicht immer so viele Uniques tragen. Der Stab ist klar, die Rüstung kann noch ersetzt werden. Das Add-Items würde ich auch gerne behalten, aber hat wahrscheinlich dann zu wenig Resistenz. Wir müssen einfach ausbauen, auf Defensive fahren, weil wir genug stark sind. Also wir töten die Gegner genug schnell schon. Wir sollen einfach jetzt auf die Defensive auch schauen und auf die Crit-Chance noch. Bei den Passiven. Ja, beim Passivbaum habe ich halt einfach Richtung Magier freischalten, also nächste Magier freischalten gemacht. Drei Punkte in das mittlere noch, auch wegen dem Magier freischalten. Eben das rechts drei Punkte. Ja, das kann ich alles noch zeigen. Das ist nicht so schwer. Haben wir gerade einen Punkt verdient, ja. Also hier, nein, hier habe ich noch nicht drei, aber hier habe ich drei und hier habe ich drei, genau. Hier habe ich noch nicht drei, also muss ich dort noch einen haben. Und diese Sachen mit den Skeletten, normalen Skeletten werde ich dann rausnehmen, wenn ich nur noch den Golem habe, noch dazu, also die Magier und die Golem. Und hier muss ich dann alles noch machen. Aber da muss ich zuerst die in der Mitte machen. Und jetzt haben wir schon den einen neuen, das neue Skelett, das eine neue Skelett. Was ich machen kann, ist wirklich auf die stärkeren Skelette gehen und dafür nur die halb so viele Skelette haben. Das ist nicht bei dem, das ist bei Skeletten, ja. Transplant möchte ich gerne in... wie hoch haben wir doch gesagt, oder? Haben wir schon gemacht. Slow Enemies. Komm, machen wir das. Schauen wir mal. Boah, ist jetzt nicht so stark. Keine Ahnung. Also wenn Skeletten, das muss zuerst natürlich auch noch freigeschalten, also nächstes Level sein, würde ich dann schon gerne, dass die nicht so schnell sterben. Die sind nämlich recht oft gestorben. Da haben wir noch einen Schrein, sehr gut. Das ist auch wieder cool dann. Ja. Und die Minions können wir auch rausnehmen, wir Transplant. Die sind sowas von schwach, die sterben die ganze Zeit, also wie sie auch ins Skelette. Es ist vieles halt einfach nicht so balanciert, wenn es auswählt, viel zu schwach ist, oder? Also man probiert es mal aus, aber findet es viel zu schwach natürlich. Ja,
Ja, und immerhin sind Gegner hier recht gut. Das ist noch nicht so viel Damage, wenn man nach reinläuft. Ja. Nicht das Held brauchen wir nicht, oder? So, jetzt müssen wir das aktivieren. Das sieht komisch aus. Es gibt ja verschiedene Formen und die sehen am komischsten aus. Oh, jetzt kommen langsam stark. Viele starke. Einfach schauen, dass ihr in Bewegung bleibt, damit ihr nicht so stark getroffen werden. Also gar nicht getroffen werdet. Ja, genau, so einer kommt natürlich auch noch. Boah. Also Effekte hat's genug gehabt. Ja, es war im Forum etwas geschrieben. Es sind ein paar Böse drauf, dass es so viele Resistenzen braucht und so weiter. Und dann noch Unix. Kann ich, glaube ich, kurz zeigen. Hier. Also das Game wird sterben, also verlieren, wenn wir nicht die GB und CA Meta wegmachen. Also GB ist ja Glancing Blow und CA ist Chaosriss? Nein. Ah, was ist denn? Irgendwas mit Resistenz, also. Ah, oh, Naria, okay, schon. Ah, es wird jetzt wahrscheinlich gespeichert, weil wir 5 Maps gemacht haben. Denke ich mal. Wird das endlich gespeichert? Aber schön, bei der ersten Map von einem neuen Tag schon ein Ding zu haben. Okay. Ah, zur Kiste. Ja, jetzt haben wir langsam genug Ariakeis, aber wir haben noch keinen guten Charakter, also es bringt noch nicht so viel. Ja, auch wieder Enrage. Ja, dann hat Damage. Ah, es wird wahrscheinlich Heike, wenn wir getroffen werden, aber was soll man machen, wenn Enrage noch stärker ist meistens oder nervt? Einfach nochmal rerollen. Ja. Man kann nochmals rerollen, aber das kann nicht jedes Mal. Aua. Das ist jetzt direkt Boss? Ne, keiner mit der noch redet. Okay. Da könnte man jetzt unten durch zum Schrein, aber ich gehe lieber hoch. Weil die Frostwürm wird wahrscheinlich ganz am Schluss sein. Bei diesem ersten Void-Boss. Hier könnte es ein bisschen heikel sein, die wird ein bisschen weiter weg. Ich kann nicht tanzbar. Ja, da sind natürlich wieder die Käfer dabei. Ja, und gleich mal besiegt. Ja, wunderbar. Das ist nicht so gut für die Minions, um Käfer zu haben. Das sind Bugs, wisst ihr. Okay, jetzt muss ich. Hey! Ah, Mann, deckt mich doch nicht. Ja, manchmal sind die Minions nicht durchgehbar. Irgendwie, also. Das ist einfach verbuggt auf dieser Brücke. Jetzt ist es nämlich auch. Ja, könnte man schon sterben. Manchmal echt wegen dem Game. Aber bitte nicht immer die. Was ist denn los? Ich kann nicht immer die haben jetzt in dieser Map. Ist ein bisschen zu schwer geworden. Ah, die Minions brauchen halt auch Resistenz und haben es nicht. Das war ja auch bei Diablo 2 so, dass man am Schluss eigentlich die Minions wegwerfen konnte, weil sie immer starben. Zum Beispiel von der, wie heißt sie schon wieder? Die Schwester von Andariel. Ja, einfach die Schwester von Andariel. In einem der Gifte, also Andariel in einer anderen neuen Form. Die ganze Zeit Skelette down, 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 down. Und das ist leider hier in diesem Spiel natürlich auch. Die Skelette sterben einfach viel zu schnell. Aber gut, wir haben sie auch ein bisschen erzwungen. So. Sollen wir noch ein bisschen nach Feuerfleisch gehen? Muss unbedingt noch die ein bisschen defensiver machen, aber wie? Ja, halt auch noch ein Crit. Dann müssen wir die über Items noch defensiver machen, aber. Ja.
Hälfte springt eigentlich nicht so viel, denke ich mal. Doch eher ein Punkt wenigstens. Ich muss halt alles auf Crit schauen, also gehen, weil Crit jetzt nicht immer so stark ist, wenn man nicht so viel auf Crit macht. Das ist das Problem. Ich sterbe nicht mehr nach kleinen Gold-Ding. Skelette. Ja, wir machen auf jeden Fall natürlich in der nächsten Map, im nächsten Part dann die Dinger weiter. Die Kampagne. Die neuen Gebiete. Jo, die Käfer sind ein bisschen zu häufig, liebes Game-Entwickler. 11-4 Games. 11-Hour Games. Wenn man es richtig ansprechen tut. Kebes Glows natürlich wieder. Man wird nicht belohnt für seine harte Arbeit zu schweren Gegnern. Oh, nicht schon wieder aufklappen. Sicher. Töte nicht alle. Sie sind viel zu dicht an der. Das ist jetzt gerade auch nicht so gut. Kommen viel Schaden über. Aber so schwer wie der erste Beetle, ist das jetzt nicht mehr gewinnt. Oh. So viele Käfer nachgespawnt. Aber man merkt schon, diese Mods sind alle von Path of Exile geklärt. Ah, Minion Physical Damage. Auch heute Soul Feast haben wir schon. Ja, ne, es ist halt einfach schwer für einen Entwickler natürlich wieder ein neues Hack and Slayer zu bekommen, also, ja, zu entwickeln, also neue Bonis und alles allgemein. Und tun die Entwickler natürlich eben ständig wieder kopieren. Ist ja nicht auch nicht schlimm. Ich habe zum Glück genug Ideen, um wenn ich einmal ein eigenes Spiel machen könnte, Zeit finde einfach, dass ich dann nicht alles kopiere. Ich weiß auch schon, wie ich das von uns im Problem und so alles wegmachen kann. Gar nicht existent, also gar nicht so richtig existent machen kann. Wenn man es nicht übertreibt mit diesen Bonis und so weiter. Und sie dann einfach auch spannender macht. Toll. Aber ja, ich habe geschaut, Unity ist halt einfach auch ein bisschen komplex, also nicht komplex, aber da tut man halt einfach viel wiederholen, das mag ich nicht so. Ständig mal so viel zu wiederholen. Aber ich könnte mir vorstellen, mal irgendwann so ein Hack and Slay zu machen. Vielleicht nicht mit so schöner Grafik oder so. Aber doch schon, ja, weil ich einfach ein mega Fan bin von diesen Games. Dass ich da auch mal irgendwas investiere, diese Zeit. Vielleicht dann auch mal dann ein Entwicklerstudio bekomme. Aber wenn man es halt nicht macht, dann kommt halt einfach auch gar nichts. Müsste also mal anfangen, aber jetzt bin ich dann mit dem GTA Rundspiel-Server beschäftigt. Und ja, muss ich schauen. Weil man kann ja auch andere Dinge noch einbauen, die die Welt entdecken. Man muss ja nicht immer die ganze Zeit immer nur Glocken haben. Zum Beispiel auch mal einen Beruf nachgehen, wie zum Beispiel Jäger oder so. Wo man halt bestimmte seltene Tiere tötet oder ja, hat dann auch Monster. Doch, Duffy. Das ist ein neues, hä? Okay, für Toten. Storm Sprites, das ist für den Sturmtoten. Aber das ist schlecht, aber ich nehme es auch mal noch mit. So. Und das ganze Inventarlager geht halt wieder los, weil die Kiste wieder. Ja, man hat einfach zu viele Items da drin hat. Wo man nicht weiß, wohin damit, in welchen Woli. Und allgemein halt, ich nicht gerne natürlich aufräume. Ich schon so Ewigkeiten schon gemacht habe. Und einfach Veteran bin. In solchen Spielen räume ich immer wie weniger gerne auf. Gute Rüstung. Okay. Wie jetzt in Ernst? Okay. Haben noch genug Zeit für eine dritte Map. Increased Health ist auch natürlich
Ja, komm. Nein, ich. Komm, das wagen wir. Dass die Monster eher uns angreifen. Das wagen wir mal. Dafür haben wir mehr Minions, die gut killen. Ja, und die Minions sind halt auch noch relativ am Schaden abblocken. Ah, was seid ihr wieder da unten? Ah, okay, ein Bär. Zwei Bären sind gekommen. Ja, die Schleime natürlich. Können wir sie schon ein bisschen vortesten, weil die ja anfangs nächste Akt kommen. Ist keiner mehr da. Hopp, hopp. Vorwärts. Jetzt gibt's glaube ich wieder einen Bait, der über 800 Arena-Levels schafft. Und die alten sind jetzt natürlich immer noch nicht fixed. Also es ist einfach, wenn man ganz viel Defensive machen kann bei diesem Bait, dass man dann einfach durchschlafen kann. Man kann einfach die, die Monster in der Arena automatisch töten sozusagen. Ja, auch wieder Leben. Also ich sollte eigentlich das Leben nicht runtersetzen. Komm, machen wir das mal noch mit. Da haben wir drei, ja. Okay. Ja, und die anderen leveln jetzt nicht mehr so schnell. Ich wollte ja eigentlich... Sachen wahrscheinlich einfach noch keinen Sinn machen. Die machen noch nicht so viel Crit. Also die Minions machen noch nicht so viel Crit, dass es Sinn macht, jetzt auf Multiplay zu gehen. Ich hoffe, das ist jetzt hier auch so, aber in der Kampagne gibt es hier einen Bug. Kann ich mal hoffentlich zeigen. Ja, man kann hier wirklich reingehen. Durch die Mauer durch. Und hier hinten wieder hoch. Oh, lieber nicht zu mir. Ja, dieser Map-Mod, also dass Gegner mich mehr angreifen, stimmt irgendwie nicht immer so. Also schon ein bisschen mehr, aber zu wenig mehr. Irgendwie wurde ich zäher. Also der Bär hätte mir sicher mehr Schaden angerichtet vor ein paar Level. Ja, jetzt müssen wir unbedingt noch ein bisschen defensiver werden. Genau, zum Beispiel die immer abblocken. Viel Schaden machen können mit diesen Schüssen. Morgenstern hat wieder eine Waffe, die ich noch nicht so oft gesehen oder gar nicht gesehen habe. Es ist halt jetzt einfach auch. Sind wir Level 40 oder so? 46, also ab Level 40, das wird ja einfach neue Item-Ding kommen. Hallo, nicht hier in verstecken. Da ist nämlich auch noch ein Geheimgang. Ja, hier kann man einfach durch die Map, oder? Was ist das für ein Gegner hier? Das sind einfach Gegner im Felsen drin. Das ist nicht so gut. Okay. Na, es sind gerade drei von denen. Augen, die waren doch das erste Mal, glaube ich, in Dungeon & Dragons. Oder in Dungeon Siege 1 gab es die dann auch.
Also genau die gab es in Dungeon Siege 1 auch mit mehreren. Den Arme. Die Zähne. Sehen irgendwie aus wie Zähne. Na, hier will ich nicht durch. Dann hier. Haben wir ja gesagt, wir nehmen die Sachen raus mit dem Minion. Und gehen irgendwo anders hin. Aber wo sollen wir denn sonst hin? Also das ist... Ja. Ein bisschen... Das ist ja eigentlich schlecht... schlecht. Gut hier. Lieber. Also respecken wir mal. Nein, ich wollte... Immer wieder bestätigen. Minion Damage ist ja gut für uns. Ja, dann haben wir alles. Also gehen wir mal hier rein. Dann nach rechts. Es ist sehr kompliziert, da irgendwie zurechtzukommen, wie ihr genau alles drücken müsst, um zu respecken. Das müssen sie einfacher machen. So eine Schnelle hat man irgendwie das Gefühl, man muss zu viel denken. Auch nicht schlecht. Dann nehme ich auch mal mit. Crit können, kann man immer gebrauchen. Also langsam muss ich echt ganz viele Mules erstellen. So, und während dem nächsten Part, also diesem und nächsten Part, werde ich mal wieder einen neuen Charakter, also den alten Charakter hochbauen mit dem Lightning Strike. Lightning Blast. Weil scheinbar ist es ein relativ leichter Bild und da kann ich gut mit dem farmen, weil er leicht ist. Aber mal schauen, wie schnell der ist so und wie defensiv der überhaupt wird. Aber ich denke, mit dem Teleport und den verschiedenen Minions, die gecastet werden, ist es leicht. Ich gehe am Anfang lieber auf Minions, also auf richtige Ablenkung, als auf Defensive. Das braucht ihr dann ja später sehr viel. Melee-Crit-Chance. Ne. Na gut. Und ja, die Shops haben einfach nicht mehr so richtig gute Items. Ich schaue nicht mehr so gerne rein, weil keine Unix und Sets mehr kommen. Ja, so langsam habe ich wirklich viel zu viele Sachen. Ja, wo soll ich die Unix denn hin tun? Ich mach die einfach mal hier nochmals rein. Und die neue. Dann haben wir irgendwo die Rüstung noch. Wo ist die, wo ist die Rüstung? Die habe ich auch wieder rausgetan. Dann mache ich doch das hier hin. So. Ja. Ah, nein, das ist eher schwächer, oder? Ja. 12, 25. 15, 24. 11 und 8. 3. Eigentlich genau gleich gut, das wegwerfen. Und das Schild haben wir auch hier irgendwo noch. Haben wir auch rausgetan. Ja, das werde ich dann auch ein paar machen. So. Raushauen. Nächste Map. 24er, ein bisschen Anfang. Ja, Schockchance. So, ja. Läuft schon viel besser. In diesem Part hat es schon viel mehr Sachen. Gegeben, die besser sind. Beim ersten Mappen sind wir ein paar Mal gestorben, one-hitted worden von den Bossen. Und jetzt läuft es eigentlich auch bei den Bossen. Einfach ein bisschen vorsichtig spielen, dann sterben viel weniger. Ja, ist wieder die gleiche Map. Hm?
Wir beim ersten oder zweiten Mal halt aus diesem Bad. Aber andere Gegner. Ja, aber die Kids haben sich auch gesteigert. Ja. Definitiv. Aber ich denke, viele wissen, dass das Minion nicht so gut die Chance bekommen. Also eventuell muss ich ja da was weg machen und dann auf dort gehen. Ist aber leider so. Ja, jetzt gehen wir hier auf Defensiv. Ah ja, ich wollte ja dort runter noch gehen, den einen Punkt hier rein tun. Oh, habe ich das nicht gesehen. Nehme ich noch einen Punkt irgendwo raus. Ich denke, ja, es wird relativ schnell wieder gehen, bis wir das Level haben und dann gehen wir da unten rein. Das habe ich gar nicht gedacht, dass ich da beim Skeletten-Warrior bin. Ja, ja. Das ist natürlich wichtig, also ich sollte schon wenige Skelette haben, dass sie auch viel aushalten. Also jetzt momentan sind es immer noch 9, aber je nach Gegnergruppe sterben ja die wieder schneller. Also zum Safen und auch zum mehr Damage machen. Es bringt ja nicht viel, wenn Skeletten nicht so viel Damage machen, einfach mehr sind. Das bringt nicht so viel. Da die ja nicht so gut kriten können, weil wir nicht kritisch Crit-Chance gemacht haben. Lieber stärker und weniger. Jo. Ich bin froh, dass ich heute doch noch ausgeschlafen bin, weil manchmal, wenn ich ein bisschen übertreibe im Sport, habe ich das Gefühl, dass in den nächsten Tagen, am nächsten Tag, kann ich echt gar nichts mehr machen. Wenn ich um 16.51 Uhr erst am aufnehmen, weil ich heute auch noch Sport gemacht habe, aber ich war nie so fit, um wirklich gut Sport zu machen. Also ja, lieber. Ja, warten, bis ich ausgeschlafen bin. Also Mittagsschläfchen oder Nachmittagsschläfchen gemacht. Das ist immer gut als Sportler. Sollten auch nicht Sportler manchmal machen. Weil der Tag kann schon stressig sein, ohne dass man es auch wirklich sieht. So, jetzt ist auch wieder die Sache, wohin? Ah ja, genau, hierhin wollte ich. Sehr gut. Ich sehe die Blutcasts gar nicht. So richtig vor lauter Effekte, andere Effekte. So schnell. Ja, man sieht schon, aber natürlich genau dort, wo man es nicht brauchen kann, weil man irgendwo wegteleportiert. Ja. Aber hier macht ein bisschen zu viel Schaden. Der ist einfach zu schnell, um Schaden zu machen. Das wäre aber wenig Schaden. Gut, danke fürs Töten. Schneller. So, dann haben wir das auch geschafft. Ungefähr rechtzeitig. Die Map ist natürlich eher kurz. Das ist eigentlich richtig schnell schon. Nein, nicht schon wieder auf mich. Nein. Sehr böse. Aber dieser Bild ist eigentlich einer der spaßigsten, den ich schon gemacht habe. Hä? Ist falsch gelaufen? Ich habe das gar nicht nachgeschaut. Ja, machen wir ein bisschen länger. Manchmal habe ich es echt gerne, wenn ich ein bisschen länger Videos machen könnte. Aber ja, die Zuschauer müssen natürlich das auch alles schauen. Und das machen sie nicht so gerne. Ja, dass man nicht nachschaut, haben wir einfach den falschen Weg genommen, weil natürlich das Game jetzt wieder mal nicht am Ende der Map den Boss macht, sondern irgendwo am Anfang. Ist ja typisch. Auf so Sachen schaut man als Profi halt auch nicht so. Und
will einfach die Map machen und habe dann kein Ziel beim Ende der Map. Ihr kennt das sicher auch, wenn ihr wissen. Denkt, ihr seid so gut, dass ihr das gar nicht nachschauen müsst. Ja, ich bin ja noch nicht so gut in Last Epoch und deshalb ist es also beides auch ein bisschen im Weg. Muss ich ja noch ein bisschen lernen, immer nachzuschauen. Ja, ich bin halt auch nicht so einer, der immer alles lernt, wie das Game genau funktioniert und dann immer wieder überrascht ist, wie das Game anders programmiert ist, als man denkt, oder? Ja. Eigentlich geht es ja mir immer nur ums Spielen und nicht ums wirklichen Erfolg haben. Schon natürlich strengt man sich ein bisschen an, dass man ein bisschen besser spielt und so, aber manchmal ist es auch eher hinderlich, wenn man so vielleicht entspannt gamet, da noch viel auf irgendwas zu schauen. So, jetzt diese Scheißklumpen von Made. Ne, der Boss ist ja eigentlich mittlerweile recht gut. Also, er ist halt verbuggt. Diese Pfützen sind mehrmals pro Schuss. Und das macht den extremen Giftschaden. Aber ja, einfach in Bewegung bleiben, dann kann er nicht zu euch ein Gift Projektil spam. So. Raus damit. Raus da. Okay, dann haben wir die Map auch noch mit ein bisschen Umweg geschafft. Glänzend Glow, sehr schön. Da oben ist drin meine Kiste, die ist diesmal nicht da, die ist nur in der Kampagne da. Ja. Es gibt halt einfach keine Kisten in diesen Maps oder alle Objekte sind eigentlich entfernt worden. Oh, sind mehr drauf. Ja, nehmen wir auch mal mit. Ja, jetzt droppen einfach viel mehr wichtige, gute Items, oder? Wenn ich noch nicht so gefarmt habe, so viel immer. Man hat auch zu schnell levelt und dann wieder zu schwere Gegner hat und dann nicht mehr farmen kann oder will. Und so weiter. Aber im nächsten Part gehen wir dann. Ah, man kann immer resetten, gut. Gehen wir dann wieder in die Ding. Kampagne. Und diesmal müssen wir ja, wie eigentlich ein bisschen oft gezeigt schon, hier unten weiter. Hier haben wir das Waypoint nach dem Boss freigeschaltet. Gehen wir hier hoch. Und ja, bis hier hoch wahrscheinlich. Gut, dann bis zum nächsten Part. Tschüss!